Ich möchte alle Freunde und Freundinnen des Kreisky-Forums herzlich begrüßen. Wir haben, ich muss gestehen, wir sagen bei jedem Gast heute einen ganz besonderen Gast. Heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich den Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke. Herzlich willkommen. Schön, bei dir zu sein. Es ist keine Übertreibung, auch wenn du jetzt widersprechen wirst, aber der Wiener Finanzstadtrat ist für Wien wesentlich mehr als der Bundesfinanzminister für die Republik im Sinne der Breite der Zuständigkeiten. Man fragt sich ein bisschen, was alle anderen Stadträte tun, wenn man deine Zuständigkeiten liest, weil da ist eigentlich schon sehr, sehr viel versammelt. Wir müssen beginnen, auch wenn das natürlich nicht jetzt unser Hauptthema sein soll, mit den Maßnahmen, die Wien gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gesetzt hat. Und jetzt würde ich dich bitten, wenn wir nicht sozusagen auf jede einzelne eingehen, pauschal kann man, glaube ich, sagen, oder denke ich, dass es richtig ist zu sagen, dass die Maßnahmen, und wir reden jetzt über die Maßnahmen der Stadt, dass diese Maßnahmen massiv gegriffen haben, dass sie wirtschaftlich, aber das darf man ja nicht unterschätzen, auch stimmungsmäßig eine immense Hilfe dargestellt haben. Und daher würde ich eigentlich jetzt gerne darüber reden, vielleicht schlagt da meine Kontrollbank-Vergangenheit ist ein bisschen durch, was man anders machen würde, würde man es sozusagen neu beginnen? Also welche Lehren hat man sozusagen daraus gezogen? Weil was gelungen ist, ist, wie gesagt, dass die Stimmung in der Wirtschaft besser ist, als sie ohne die Maßnahmen gewesen wäre, ganz massiv. Dass rein faktisch einfach viel Geld geflossen ist. Was würde man anders machen? Und ja. Das ist jetzt nicht die journalistische Falle, einem Politiker zu sagen, kritisieren Sie sich selbst, sondern einfach das Interesse daran, was sind Dinge, die man im Nachhinein anders konzipieren würde, hätte man eben diese Lehren schon gezogen. Erlaub mir nur ganz kurz zu sagen, es waren 600 Millionen, die wir in die Wiener Wirtschaft investiert haben. Ja. Es waren 50 unterschiedliche Maßnahmen, die wir gesetzt haben. Und da ist der Gastrogutschein wirklich nur eine von diesen 50. Und es war gegliedert in die großen Bereiche in Arbeit, Wirtschaft und ein Stück weit in diese neue Arbeitsform mit Digitalisierung verbunden und das Gefühl, da mit dabei zu sein bei einer Situation, die wir alle nicht kannten. Und wenn man eine Situation nicht kennt, auf die man da Rücksicht nehmen muss, dann konzipiert man die Dinge natürlich anders und ex post betrachtet, so wie du jetzt auch da die Frage stellst, ist es natürlich spannend, was man anders machen würde. Und dann zu diesen großen Zahlen eins auch noch, mir war es immer wichtig, dass wir alle unsere Wirtschaftsmaßnahmen additiv zum Bund gesetzt haben. Ja. Es musste sich kein Wirtschaftsunternehmen, kein EPU, niemand musste sich entscheiden, ob er auf Seite des Bundes oder von uns und Seiten des Landes eine Unterstützung hat. Konnte beides machen. Das bin ich sehr stolz, weil das ein ganz neuer Zugang ist. Es geht mir nicht darum, eine Einzelmaßnahme als Stadt zu propagieren, sondern in einer Pandemie muss es sein, dass es diesen Schulterschluss gibt. Auch wenn wir in der Farbenlehre von Bund und Land, wie wir alle wissen, doch ein Stück weit anders ticken, war es mir wichtig, da ein Zeichen zu setzen, dass wir alle abholen wollen und alle eine Unterstützung geben wollen. Das, was ich, glaube ich, anders machen würde möglicherweise, dass ich in einer anderen Klarheit manche Strukturen aufgesetzt hätte, sprich sie anders dotiert haben würde, weil wir gerade bei der Digitalisierung gesehen haben, wir haben 3 Wochen nach Ausbruch der Pandemie eine eigene Digitalförderung auf die Welt gebracht, wo Homeoffice-Hardware-Aktivitäten bis zu 80% gefördert wurden, bis zu 10.000 Euro und wir erst 2 Millionen, dann 4 Millionen, dann 8 Millionen und zum Schluss 10 Millionen investiert haben. Und das bedeutet natürlich auch immer, dass du einen eigenen Beschluss brauchst politisch. Du musst es in die Umsetzung bringen und das zieht sich dann ein wenig. Also hätten wir gewusst, wie eine Pandemie verläuft, hätten wir vielleicht großzügiger von Anfang an gesagt, das sind 10 Millionen. Versuchen wir das jetzt innerhalb kürzester Zeit an Mann und Frau zu bringen. Da waren wir natürlich zurückhaltend.
Ob das jetzt so eine große Veränderung darstellt zur tatsächlichen Vorgangsweise, weiß ich nicht. Aber das wäre es ein Stück weit gewesen. Und dort, wo ich auch glaube, wo wir weiter tun müssen, ist eben das Durchdringen einer neuen Arbeitsform, dass wir klar machen, dass Homeoffice etwas ist, das gut funktionieren kann und dass wir natürlich seitens der Politik auch den Rahmen vorgeben müssen und Unterstützung geben müssen. Wo ich glaube, dass hier sehr zögerlich nur reagiert wurde und man Angst hatte, dass man bestehende Arbeitsstrukturen und Kreisläufe verletzen könnte, im Nichtwissen, wo es denn hinführt. Mittlerweile sehen wir, dass viele Arbeiten wirklich von zu Hause machbar sind, dass das eine neue Lebensqualität ist, die man da entwickeln kann und dass wir diesen Zug auch mitnehmen müssen, gerade für die Jüngeren, gerade in vielen Bereichen, wo es wirklich und Branchen, wo es wirklich möglich ist. Also da selbstsicher zu agieren, wäre vielleicht auch noch spannend gewesen. Aber am Ende denke ich einmal, es ist uns vieles in diesen Monaten gelungen. Wir haben erkannt, wo es die Leute wirklich brauchen, nämlich dann, wenn es um den Arbeitsplatz geht, das abzusichern, dass wir dieses soziale Thema wirklich fokussieren, dass wir den jungen Leuten die Möglichkeit geben, ihre Lehre fertig zu machen, dass wir der Generation 50 plus klar ein Zeichen setzen, wir wollen mit euch, mit eurer Erfahrung in die Zukunft gehen. Ihr habt gute, spannende 10 bis 15 Jahre für euch. Lasst es uns gemeinsam machen und wir wollen diese Partnerschaft pflegen. Und das ist gelungen und das haben wir auch schrittweise ausgebaut. Also da glaube ich auch, dass noch vieles gehen wird in diesen nächsten Monaten, auch aufgrund dieser Erfahrung, die wir jetzt da gesammelt haben. Ich habe immer im Kopf einen Punkt, wo ich dich fragen würde, ob du das ähnlich siehst. Der Staat, und da inkludiere ich jetzt sozusagen den Bund, also alle staatlichen Instanzen, haben durchaus sozusagen den positiven Druck, der von Rechnungshof und Staatsrechnungshof etc. kommt, gleichsam natürlich das Bedürfnis, Maßnahmen perfekt zu setzen, weil sie damit rechnen müssen, für jede Imperfektion nachher kritisiert zu werden. Gut. Jetzt wissen wir aber, du am allerbesten, weil du auch für die Wiener Linien zuständig bist, dass die letzten, weiß ich nicht, 2%, 3% Schwarzfahrer zu erwischen, einen derart hohen Aufwand kosten würde, dass es wirtschaftlich ganz unsinnig ist und es ist wesentlich vernünftiger, die Kontrolleure sozusagen zu dimensionieren in einem vernünftigen Verhältnis und diese 3% zuzulassen oder zu wissen, dass man die nicht erreichen wird. Oder ich weiß jetzt nicht, ob es 3 sind, ist auch ganz egal, aber es ist halt ein kleiner Prozentsatz, den man nicht erwischen wird, wenn man nicht eine immense Kontrolle aufzieht. Ist es nicht so, dass wir bei vielen Maßnahmen unter diesem Perfektionsdruck den dann kommenden Vorwurf, es ist alles so kompliziert, wobei das sich jetzt weniger auf die Stadt bezogen hat, aber im Sinn dessen, was du gesagt hast, das ist jetzt egal, ob Stadt oder Bund, aber generell Maßnahmen gegenüber, es ist alles so kompliziert, dass das entspringt diesem Versuch des Perfektionismus, gleichsam den allerletzten Schwarzfahrer auch noch zu erwischen und ein bisschen weniger an, wie soll ich sagen, an Kontrollieren dazu führen würde, dass man zwar ein bisschen an Missbrauch sich dadurch einhandelt, aber pauschal die ganze Geschichte unkomplizierter wäre. Ist es möglich, dass, also sozusagen ist das ein Zugang, den man, der vernünftig wäre oder nicht? Ja, er wäre vernünftig, weil es ist damit aktives Handeln gesetzt. Und die Tragik ist ja ganz eine andere. Nicht handeln, ist das Schlechteste. Ist das Schlechteste. Ja. Man macht aber auch keinen Fehler. Ja. Weil wer möchte dir nachweisen, dass du nicht eine Maßnahme hättest setzen können oder sollen? Wenn sie es einfach nicht gibt, dann ist das keine Diskussion wert. Sie gibt sie einfach nicht. Und ich glaube, dort waren wir und sind wir auch weiterhin gefordert. Und genau dort müssen wir auch eine dieser Lehren aus dem Thema Pandemie und aktives Handeln setzen, dass wir uns mehr trauen müssen. Wir müssen auch eine Fehlerkultur akzeptieren. Ja. Und diese Fehlerkultur ist wichtig. Keiner von uns wird mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass alles, was wir uns da überlegt haben, auf dem großen Reißbrett unseres Lebens oder unserer politischen Landkarte, jeden Punkt richtig zu setzen. Es geht nicht. Wenn wir von 10 Punkten 7 bis 8 richtig setzen,
dann dürfen wir sagen, wir haben das Ziel erreicht. Aber hier mit einer offenen, ehrlichen Vorgangsweise umzugehen, auch nicht die Perfektion nur anzustreben, bestmöglich zu agieren, im Sinne dessen, wie wir uns selbst auch sehen wollen und wie wir auch unser politisches Leben steuern wollen, ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Und da bedeutet Handeln einfach einen Schritt nach vorne zu setzen und auch ein Risiko nehmen. Dieses Risikobewusstsein zu schärfen, auch bei einer Führungsebene, ist mir in diesen Zeiten jetzt ganz besonders wichtig, weil ich hoffe, wir kommen dann auch in diese neue Zeit, wo wir jetzt diese Klimaneutralität denken. Wir müssen eine andere Sensibilität für unsere Entscheidungen finden und wir müssen eine andere Beschleunigung haben. Und diese Beschleunigung war mir wichtig in diesen ersten Wochen und Monaten der Pandemie. Heißt aber auch höheres Risiko. Höheres Risiko nehmen. Natürlich mit Profis, mit Leuten, die ihr Fachgebiet kennen und wirklich hier auch Höchstleistungen bieten können, die richtigen Leute zusammenführen. So wie es auch in der Wirtschaft notwendig ist. Jedes Projekt braucht die richtigen Leute. Aber keiner von uns, glaube ich, wird jemals sagen können, dass alle unsere Projekte so abgelaufen sind, wie wir sie am Reißbrett skizziert haben, sondern sagt, es hat das Leben anders gespielt. Es gab Abweichungen. Manchmal waren die Abweichungen ja sogar positiv. Sie haben uns auf eine neue Ebene geführt. Manchmal war es traurig zu sagen, na, ganz funktioniert hat es nicht. Also diese Fehlerkultur, glaube ich, diese Fehlerkultur müssen wir uns zugestehen. Wir sind in einer Zeit der Veränderung. Wir müssen uns mitverändern. Und wenn man sich mitverändert, gibt es eben auch die Notwendigkeit, ein Stück weit ehrlich mit sich selber, mit seiner Arbeit und dem Leben auch umzugehen. Ja, wobei ich denke, dass es wichtig wäre zu etablieren, dass eine gewisse Fehlerquote, bleiben wir jetzt bei den Schwarzfahrern, nur weil das so ein handfestes Beispiel ist, eine gewisse Fehlerquote nicht heißt, naja, man kann halt nicht alles perfekt machen, sondern einfach wirtschaftlich vernünftig ist, die in Kauf zu nehmen. Und das Gegenteil, nämlich diese Fehlerquote sozusagen bekämpfen zu wollen, wäre wirtschaftlich höchst unvernünftig und würde das ganze System verteuern. Also das heißt, der Maßstab sozusagen der Perfektion hat seine Grenzen dort, wo der zusätzliche Aufwand einfach unsinnig wird. Und das tut der Staat aber manchmal, sagen wir mal so. Das Thema der Grenzkosten kennen wir alle, aus volkswirtschaftlicher, betriebswirtschaftlicher Betrachtung. Die gibt es und dort muss man eine Grenze einführen und einfach ein vernünftiges, sinngebendes Handeln voraussetzen. Ja. Ist eine zweite Frage, die dieser Tage und häufig diskutiert wird, ist das erstaunliche Tempo. Das hat sicher sehr viel mit den gesetzten Maßnahmen zu tun, in der sich die Wirtschaft erholt oder aufholt, muss man sagen. Gibt es dafür eine andere Erklärung, als dass A, die gesetzten Schritte von der öffentlichen Hand und B, die Hoffnung, dass es einfach jetzt gut weitergeht, zum ganz logischen Punkt führt, dass alle sagen, jetzt gehen wir es wieder an? Ich meine, ich glaube, in diesen Tagen sehen wir schon eins. Mich wundert nämlich, dass man es als so erstaunlich empfindet. Das wollte ich eben gerade sagen, weil ich meine, alles ist jetzt nicht außer Kraft gesetzt. Ja, eben. Ich meine, wir haben natürlich in der Wirtschaftskrise ein Stück weit offener leben gelernt und eingesehen, dass diese Kurve nicht immer eine ist der Wirtschaftsentwicklung, die nach oben geht. Das war sicher für 7, 8 Jahre etwas, an das musste man sich am Anfang gewöhnen. Du meinst von 2008 aufwärts? Von 2008 aufwärts. Und jetzt im nicht großen Abstand dieses Pandemie-Thema zu haben, das aber eine vollkommene neue Situation brachte, wo das Konsumverhalten eben ein anderes wurde. Und das Konsumverhalten auch gar nicht mehr nachgefragt werden hätte können oder befriedigt werden hätte können, weil Angebot und Nachfrage eine Stillstandszeit genommen hat. Und dass dann ein Aufholeffekt da ist, der eben in der Form stark jetzt wieder auf unser allgemeines Wirtschaftsleben einzahlt und uns in dieser V-Bewegung relativ schnell wieder auf dieses Niveau vor der Krise führt, ist an sich für uns alle erfreulich. Es ist vor allem in unserer Verpflichtung auch der nächsten Generation ein schönes, dass man hier nicht eine Stadt, ein Land, einen Kontinent übergibt, der wirklich in eine schwere Rezession verfällt, sondern dass es eben gelingt, mit vernünftigen neuen Schritten dieses V wirklich zu erleben. Und das haben wir jetzt erlebt. Wir sehen es ja am Arbeitsmarkt. Wir sind in vielen Bereichen wieder zurück auf Vorkrisenniveau. Wir haben teilweise unselbstständig Beschäftigte mehr als im Höchststand 2019. Das sind schon gute Zeichen. Dennoch
schwingt natürlich immer wieder viel mehr mit und dadurch bin ich nicht einer, der die Euphorie hier befeiern möchte und sagt, das geht jetzt in der Richtung weiter und wir werden die nächsten Jahre ein Bild sehen, das nur mehr wie eine bunte Blumenwiese, auf der du hier sitzt, also wirklich in der Form uns ein Gefühl gibt, es geht nur bergauf. Sondern du sitzt auf der Roten Bank. Ja, ich sitze auf der Roten Bank, dort fühle ich mich auch sehr, sehr wohl, weil wir müssen jetzt versuchen, diese sozialen Themen richtig zu befeiern. Und da gilt es schon sehr klar mit den unterschiedlichen Ausgangssituationen umzugehen. Du weißt, wir sehen momentan eigenartige Parameter. Wir haben den Rohölpreis vor uns, wir haben die Strompreissituation, den Gaspreis. Wir sehen, dass an vielen Ecken und Enden an großen Schrauben international gedreht wird. Wir müssen jetzt Sorge dafür treffen, dass wir eine Gesellschaft in den nächsten 10 bis 20 Jahren haben, die geprägt ist von einer gemeinsamen Linie nach vorne. Da gibt es aber viele Fallen, die jetzt aufgestellt werden und viele Themen, die wir jetzt zu berücksichtigen haben in diesem großen Bild. Und deshalb ist es, glaube ich, gerade jetzt, nachdem wir dieses V gesehen haben in der Wirtschaftsentwicklung, unglaublich wichtig, hier stabile Politik für die nächsten Jahre zu betreiben. Jetzt weiß ich von vielen Gesprächen, die wir auch in der Vergangenheit schon hatten, dass du jemand bist, der eine hohe innere Energie gegen Ungerechtigkeit hat. Ist nicht ein veritables Problem, das aus dieser Krise entsteht, dass die Quellen sozusagen neuer Ungerechtigkeit oder Verstärkung bestehender Ungerechtigkeit zunehmen? Also in der Schule ist es ganz eindeutig so. Homeoffice ist für die einen eine Lebensqualitätsverbesserung, für die anderen aber gar keine Option. Der Arbeitsmarkt, glaube ich, spiegelt ein ähnliches Bild wider, dass die mit guten Ausbildungen, also Arbeitslose mit guten Ausbildungen, überraschend schnell oder sogar weit über, also sehr nachgefragt sind. Langzeitarbeitslose mit schlechter oder kaum Ausbildung nach wie vor große Probleme. Also ist die Ungerechtigkeit nicht eigentlich da, wenn man schon simulieren kann, der Post-Corona-Zeit, ist ein zunehmender Ungerechtigkeit nicht eine Konsequenz? Ja, teilweise schaut es so aus, ist richtig. Und genau dort müssen wir entgegenwirken. Du weißt, es ist unsere Aufgabe in der Sozialdemokratie, genau dort Sorge und Fürsorge zu treffen, dass diese Entwicklung eben nicht passiert. Und wenn du jetzt das Beispiel des Themas Arbeit bei uns hernimmst in Wien, wir haben den Wien Arbeitnehmerförderungsfonds, eine Aktivität, die einmalig ist in Österreich, die nur wir in Wien haben, wo wir dieses Höherqualifizieren, diese Ausbildungsthemen sehr intensiv leben, wo wir uns bewusst sind, dass es Menschen gibt, die durch diese Veränderung der Branchenstrukturen und der Wirtschaft momentan als Verlierer dastehen, die schneller wegbrechen, als uns das Recht sein kann, gesellschaftspolitisch. Wo wir jetzt eine schützende Hand oder eine Möglichkeit geben müssen, hier Veränderungsprozesse zu generieren, die für die Menschen wirklich eine Hilfe darstellen. Und das ist natürlich nicht leicht, weil wir wissen, wie schnell die Wirtschaft reagiert auf Angebot und Nachfrage. Und da muss man aufpassen, dass man nicht Entwicklungen übersieht. Und natürlich ist es in der Krise so, dass es Krisengewinner und Krisenverlierer gibt. Und diese Verlierer sind oft jene Menschen, die es natürlich nicht so leicht haben. Alleinerziehende Mütter haben in diesen eineinhalb Jahren ihre Probleme natürlich ganz massiv gehabt, all ihre Rollen und Funktionen weiter in der Form leben zu können. Und genau dort, glaube ich, braucht es diese Partnerschaft einer Stadt. Genau dort braucht es unser sozialdemokratisches Bewusstsein, dass wir dort entgegenwirken, dass wir die Chance geben der Höherqualifizierung, der Karriere, auch in einem neuen Segment, zum Beispiel der Pflege, wo wir ja sehen, dass wir viele helfende Hände brauchen in den nächsten Jahren, wo wir uns viel überlegt haben, wo wir mit dem Wiener Ausbildungsgeld einen ganz neuen Weg gehen, um einfach Menschen, die aus anderen Berufen herausbrechen und in Arbeitslosigkeit gekommen sind, wieder eine Chance geben, in einem neuen Umfeld
sich zu qualifizieren und dann ihre Karrieren fortzusetzen und eben auch in dieser Stadt glücklich die nächsten 10, 20 Jahre angehen können. Also das sind viele, viele Besonderheiten jetzt in dieser fast Nachkrisenzeit notwendig, um ja nicht dieses Polarisieren in der Gesellschaft noch zu verstärken. Und am Ende geht es natürlich auch um diese finanzielle Unterstützung. Und wenn ich vorhin von diesen Parametern gesprochen habe, die wir nicht unbedingt selbst direkt beeinflussen können, der internationale Strompreis ist nicht etwas, was wir in Österreich uns ausmachen können, sondern das ist ein weltweites Thema, Gaspreis genauso oder der Rohölpreis, dann müssen wir dort natürlich jetzt auch helfen, dass man diese Klippen, die ja oft nur für ein oder zwei Jahre gegeben sind, zu nehmen, um dann in einem normalen Verlauf, in dem wir hoffentlich mit vielen dieser Dinge wieder kommen, eine Chance zu haben, weiterzukommen. Und das Weiterkommen muss eines sein, das auf der finanziellen Ebene stattfindet, und das muss eines sein, das auf der ausbildungsgeistigen, sozialen Seite stattfindet. Ich habe eine ganz simple Vorstellung, und das frage ich dich, nachdem du ja nicht nur für wirtschaftliche Förderungen, sondern auch für das Budget der Stadt zuständig bist. Es hat einen Augenblick gegeben in der sozusagen im maximalen Schock dieser Krise, wo die Regierung gesagt hat, dieses berühmte kostet, was es wolle. Und jetzt kann man sehr viel kritisieren an dem, was passiert ist, aber der Zugang, jetzt gehen wir nicht kleinlich vor, war richtig. Ich frage mich sozusagen, und also das meine ich jetzt nicht als eine Frage an die Wiener Stadtregierung, sondern ich frage mich einfach, warum gelingt uns ein buchstäblich viele Jahrhunderte und uns heute auch massiv beschäftigendes Problem, nämlich dieser sozialen Ungerechtigkeit, die nicht nur unmoralisch ist, sondern ja auch rein pragmatisch viele negative Folgen für diese Gesellschaft hat, mit einem Anspruch oder mit einem nach dem Prinzip, koste es, was es wolle, zu sagen, wir müssen das verändern. Und zwar sozusagen nicht stückelweise, sondern am Stück. Und das ist jetzt keine Träumerei, sondern das ist eine Frage an jemanden, der für ein Riesenbudget verantwortlich ist. Im Augenblick der wirtschaftlichen Sorge war es klar, jetzt ist nichts kleinlich. Jetzt müssen wir, ich weiß nicht, der Scholz hat, glaube ich, gesagt, nicht kleckern, sondern ich weiß nicht was. Aber jedenfalls, jetzt müssen wir stark auftreten. Diese Ungerechtigkeit, die wir da ständig irgendwie beschwichtigend und auch verkleinernd mit uns mittragen und manchmal, wie gerade jetzt, wahrscheinlich eher vergrößernd, warum kann man nicht mit einem Koste es, was es wolle, da massiv auftreten dagegen? Für mich ist Koste es, was es wolle, keine Maxime oder keine Anleitung. Also ich würde das so nicht sehen, weil die Ressourcen sind alle begrenzt. Das gilt in allen Bereichen. Und wenn man in der Form langfristig so umgehen würde, wäre es nicht am Punkt, wäre es nicht optimiert und es wäre der falsche Weg. Deshalb glaube ich, müssen wir uns eingestehen, dass ein schnelleres Handeln, und das führt eigentlich zu dem Anfang, zu deiner Anfangsfrage zurück, dass ein schnelleres Handeln unsererseits auch im politischen System erwartet wird und notwendig ist und dass wir neue Instrumente und neue Wege und Formen zu finden haben, um die Notwendigkeit einer Gesellschaft, eines Bürgers, einer Entwicklung am Arbeitsmarkt besser steuernd einzuwirken. Das heißt nicht, dass wir das Rad zurückdrehen wollen, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen das Rad nach vorne drehen. Und koste es, was wolle, ist aus meinem Mund nicht gekommen. Ich halte es für gut, dass wir wirtschaftliche Sorge getragen haben, bestmöglich aus dieser Krise zu kommen. Aber jetzt geht es mir zum Beispiel aktive Politik. Ja. Wenn wir über unsere heutige Situation sprechen, ist aktive Politik investieren. Investieren in eine klimaneutrale Stadt.
die 2040 realisiert werden soll. 2040, das sind 19 Jahre, die wir nur mehr Zeit haben. Und wenn wir uns zurückdenken an die letzten 20 Jahre, dann ist das ein unglaubliches Vorhaben, das wir uns da setzen. Und es wird nur gelingen, wenn wir massiv an der Investitionsschraube drehen und wenn wir damit das Wirtschaftsthema neu befeuern. Und das können wir, glaube ich, in dem politischen Rahmen sehr wohl tun. Das müssen wir tun. Da müssen wir unsere Verantwortung gegenüber einer wachsenden Stadt, zu einer lebenswerten Stadt, die wir ja sind, uns auch bekennen, dass jetzt diese Investitionsschritte in den Zukunftsbereich, in den Zukunftsbranchen gesetzt werden müssen. Und da gilt es jetzt wirklich nicht zu kleckern, sondern zu klotzen und die großen Punkte zu machen. Und das bedeutet 19 Jahre des Investierens und 19 Jahre auch auf Menschen zu setzen, die jetzt neu auf den Arbeitsmarkt kommen. Du weißt ja, es sind die starken Jahrgänge, die jetzt sukzessive das Pensionsalter erreichen. Wir brauchen jetzt die gut Ausgebildeten, die Jungen, die Freude haben an diesem Thema, diese Stadt mit uns zu gestalten. Und das wäre so eine neue Partnerschaft, die ich hoffe, dass die in den nächsten 5, 10 Jahren so spürbar wird, dass wir hier wirklich dieses Generationsthema richtig begreifen und die richtigen Schritte setzen. Aber auch wissend, dass wir als Politik nur diesen Rahmen bestimmen dürfen, den müssen wir bestimmen, aber dass natürlich dieser Schulterschluss mit den Unternehmern auch jetzt in diesen nächsten Jahren stattzufinden hat und dass wir unsere Ausbildungssysteme auch auf Effizienz überprüfen, wie wir denn noch schneller diese Höherqualifizierung erreichen können, um auch wirklich den Arbeitsmarkt in der Form heben zu können. Das führt jetzt direkt über zum zweiten Teil, den ich mit dir besprechen wollte. Ich brauche dir nicht sagen, dass Wien eine nicht nur von hier lebenden Menschen, sondern international hoch angesehene Stadt ist, als extrem attraktiv gilt, alle Vorteile dieser Welt hat. Ich glaube, man kann es ganz einfach auf den Punkt bringen, dass Wien alle Vorteile einer Weltstadt hat, aber kaum die Nachteile, die andere Weltstädte mit sich bringen. Jetzt gibt es so eine plakative Liste der großen Leistungen der Vergangenheit, von denen wir nach wie vor profitieren. Das reicht vom guten Wasser bis zu einem wirklich bemerkenswerten Netz öffentlicher Verkehrsmittel und öffentlicher Verkehrswege. Jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt dazu, den du angesprochen hast, das ist die Attraktivität einer großen Stadt wird in Hinkunft ganz wesentlich davon abhängen, ob sie sich ökologisch bewährt. Was sind, und jetzt kommt noch ein Punkt, den ich sozusagen abhaken möchte, klar ist, dass sozusagen die technische Infrastruktur im Sinne von digitaler Infrastruktur funktionieren muss, wenn das nicht geht, sozusagen braucht man über nichts anderes dann mehr reden. Aber was sind zusätzliche Faktoren, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden, ob eine Stadt als attraktiv angesehen wird, jenseits dessen, was wir ja gerne tun in Österreich, nämlich unsere eigene Vergangenheit rühmen? Das tun wir, du hast recht, natürlich sehr, sehr gerne. Aber es ist eine Basis, die dürfen wir natürlich nicht vergessen, und das ist die leistbare Stadt. Und dieses leistbare Stadtthema steht über alles, und das müssen wir uns bewahren, weil das hebt uns natürlich von vielen anderen Städten und Metropolen in Europa ab. Das hebt uns aber auch ab gegenüber Nordamerika, und es hebt uns ab gegenüber anderen Kontinenten, dass wir dieses leistbare Stadtthema bis jetzt erreicht haben. Und du hast Indikatoren und Einflüsse genannt, warum das so ist. Für mich ganz klar das Thema Wohnen. Dort haben wir eine über 100 Jahre gelebte Geschichte und eine Struktur, auf der wir aufbauen können, und das ist das Thema öffentlicher Verkehr, der einfach in dieser Stadt anders funktioniert, und da sind wir Europameister und in manchen Segmenten sogar Weltmeister. Aber ich sage auch immer, von dem gestern, so wie du es richtig sagst, können wir uns nichts kaufen. Also wir müssen jetzt versuchen, auf dieser
gut funktionierenden analogen Struktur, die wir uns über Jahrzehnte erarbeitet haben, einerseits dieses Technologiethema zu legen, das da bedeutet, dass wir natürlich mithalten müssen im Bereich der Telekommunikation, im Ausbau unserer Infrastruktur und diese einmalige Chance mit dem Thema der Mobilitätswende wirklich auch ins Treffen führen müssen, weil das ein Aushängeschild ist, auch international, mit dem wir jetzt punkten können, wenn wir wissen, wie die letzte Meile wirklich bestmöglich für jeden Einzelnen in dieser Stadt funktioniert. Und das sind ja Businessmodelle, die neu dazukommen, die kennen wir teilweise noch gar nicht und es sind nicht Sharing-Systeme. Es wird da vieles sich verändern und das ist die Möglichkeit, dass wir eben hier mit autonomen Fahren, mit all den Themen, die uns momentan immer wieder beschäftigen, die Chance haben, aus dieser analogen Welt in dieses nächste Jahrhundert kommen zu können. Und dort ist es, glaube ich, jetzt das Gebot der Stunde, dass diese Technologiethemen genau fokussiert werden. Ich bin dagegen, dass wir glauben, dass wir überall gut sein können. Darum war es mir wichtig, dass ich 2019 eine Wirtschaftsinnovationsstrategie mit 2030 auf den Weg gebracht habe, wo wir 6 Spitzenthemen definiert haben, wo wir und die Experten in Österreich glauben, Wien eine Vorreiterrolle in Europa erreichen kann und auch unsere Förderlandschaft auf diese 6 Spitzenthemen einzuschwören. Da gehört auch die Internationalität als eines dazu. Und wenn man von der Internationalität spricht, natürlich die Kreativität, die uns so auszeichnet, die auch uns unique macht im Vergleich mit dem europäischen Mitbewerb in den Städten, weil wir diesen kulturellen Austausch immer schon gelernt und gepflegt haben und wir unsere wirtschaftliche, geistige und soziale Erneuerung an dem Thema auch immer wieder testen dürfen und müssen, um uns damit auch weiterzuentwickeln. Also da gibt es, glaube ich, Chancen, die wir sehen in ganz speziellen Segmenten, um hier die produktive Stadt, die smarte Stadt entsprechend weiterzuentwickeln und auf Stärkenpotenzialen aufbauen. Nicht versuchen, jede Schwäche zu eliminieren, die es zweifelsohne in jeder Stadt geben kann, sondern wirklich auf die Stärkenpotenziale einzuzahlen. Und das ist etwas, wo ich ja auch das Vienna Economic Council gegründet habe, wo wirklich Expertinnen und Experten vereint sind, die eben diesen Weg mit uns gemeinsam als Stadtregierung auch gehen, um hier auch Veränderungen klarzustellen, ob die Richtung oder gut sind, ob wir mit der richtigen Geschwindigkeit unterwegs sind oder ob man manche Technologiefelder lieber zurückstellen soll. Eines hat sich in dieser Pandemie und jetzt auch für diese nächsten Jahre gezeigt, der Gesundheitsstandort Wien hat einen großen Wert und da konnten wir uns in diesen letzten knapp 2 Jahren beweisen und dort, glaube ich, wird auch eines dieser Schwerpunkte weitergehen müssen, dass dieser Life Science Bereich, wo wir sehen, dass viele europäische Firmen mittlerweile Wien wirklich als Hauptsitz ausgewählt haben und wir von hier eine tolle Wirkung erzielen können für Startups, für KMUs, aber auch für die ganz Großen, als eine Metropole gesehen wird, wo man das Potenzial der jungen Menschen unserer Universitätsstadt mit 200.000 Studierenden eben auch richtig abschöpfen kann. Und da gibt es also diese Felder, die uns, glaube ich, international in eine gute Entwicklung bringen werden und von denen ich überzeugt bin, dass sie uns am Ende in 10, 20 Jahren ganz vorne weiterhin mitspielen lassen werden. Du hast es jetzt erwähnt, spielt da nicht sozusagen der offensive Umgang mit Wissenschaft eine ganz große Rolle? Also jetzt, um das jetzt in eine plakative Formel zu bringen, wenn Sie neugierig sind, dann kommen Sie nach Wien, weil hier mag man Neugierige. Ja, ich darf es ja sagen, mit der CEU, du weißt, haben wir ja auch einen wichtigen Schritt wiederholt gesetzt, das Thema Universitäten, Fachhochschulen, Ausbildung ganz groß zu schreiben. Und wenn wir diese 200.000 Studierende an dem Standort hier haben, dann ist das natürlich ein Potenzial, das wir nicht hergeben dürfen. Und dort, wo wir vielleicht in den letzten Jahren zu großzügig waren, dass dann sich viele verlaufen haben in Europa und ihre Karrierechancen woanders gesucht haben, sie jetzt hier zu halten. Dafür brauchen wir aber die richtige Wirtschaftsstruktur. Dort, glaube ich, sind wir mittlerweile in verschiedenen Stärkenfeldern, wie wir es schon erwähnt haben, weitergekommen. Dort können wir jetzt attraktive
Bausteine für die Karriere von morgen generieren. Und wenn wir diese Technologiefelder jetzt richtig besetzen, wenn wir wirklich erkennen, wie denn die Mobilitätswende funktioniert, wie denn Klimaneutralität in einer Stadt aussieht und welche Schritte hier zu setzen sind, dann ist das natürlich ein herrliches Bild, das wir von einer zukünftigen Stadt zeichnen können. Wobei man schon sagen muss, da schließt sich schon auch der Kreis mit dem mit dem Thema von vorhin, dass auch diejenigen, die selber begünstigt sind, ausbildungsmäßig, ökonomisch, in welcher Kategorie auch immer, wollen aber andererseits in einer nicht nur sicheren, sondern auch in einer sozial ausbalancierten Stadt leben. Also es hat ja sozusagen niemand Interesse, also da schließt sich der Kreis mit dem, was du vorher über das Wohnen gesprochen hast, dass vermutlich, aber das weißt du viel besser, ja ein Bereich ist, wo dieses Niveau zu halten, das in Wien, jetzt muss man sagen, glücklicherweise traditionell gehalten ist, das wird wahrscheinlich immer teurer werden, nicht? Nämlich jetzt für die öffentliche Hand teurer werden. Es wird für die öffentliche Hand teurer werden. Wir versuchen auch da neue Wege zu gehen. Wir werden heuer den ersten Doppelvoranschlag auf die Welt bringen in den nächsten Wochen, um da auch unsere Verantwortung ein Stück weit über eine längere Periode klarzumachen. Wir wissen, in einem Jahr kann viel passieren, aber Strukturen verändern bedeutet immer, längere Perioden anzupeilen. Und da ist es mir wichtig, im Sinne einer Finanz- und Wirtschaftspolitik eben auch klarzumachen, dass wir über Perioden, über längere Perioden zu diskutieren haben, dass wir unsere Projekte da auch längerfristig einplanen müssen, um eben glaubwürdig auf dem Markt hier agieren zu können und eben diese Vormachtstellung, die wir jetzt noch haben, als sozial ausgewogen, als sicher, als modern wirkend, uns auch in diesen nächsten Jahren leisten zu können. Und ich denke, die Serviceleistungen dieser Stadt sind etwas Spezielles. Ich darf da auch wiederholt erwähnen, die Daseinsvorsorge, auf die wir zu Recht stolz sein können. Wir haben mit unserer Konzernstruktur auch um die Stadt im weiteren Orbit natürlich Fixsterne, die so hell leuchten wie viele Jahre nicht. Man weiß es jetzt zu schätzen, wenn die Wien Energie in der Form funktioniert, wenn die Wiener Netze die Sicherheit zu 99% der Stromversorgung generieren, wenn die Wiener Linien hier wirklich die Mobilität von A nach B in bestmöglicher Art und Weise zu bestmöglichen Preisen generiert, dann sind ja das alles Entwicklungen, die nicht von heute auf morgen möglich wären. Die greifen immer ein Stück weit auf die Vergangenheit zurück, aber die werden jetzt durch diese Veränderung, durch dieses Technologiefenster wirklich neu aufgeladen. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass die Leute gerne in der Stadt arbeiten. Wir sind der größte Arbeitgeber in Österreich mit über 68.000 Dienstnehmern. Wir haben die Möglichkeit daher, diese Stadt und dieses Land zu gestalten. Und dieses gestalterische Moment dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Dessen müssen wir uns bewusst sein und da müssen wir ganz gezielt einsetzen. Und die letzten Umfragen sagen es ganz klar, es hat einen neuen Sexappeal bekommen, in der Stadt zu arbeiten, weil es ein sicherer Arbeitgeber ist, weil es eine sinnvolle Tätigkeit ist, die hier für die Gesellschaft erbracht werden. Es ist also wirklich ein Muster, das wir hier neu aufladen können und wo wir mit viel neuem Bewusstsein und auch mit Stolz die nächsten Jahre in Angriff nehmen dürfen. Kann man jetzt in einem kurzen internationalen Vergleich jetzt nicht, oder lass mich so sagen, es gab nach 89 so diese Mitteleuropa-Träumerei. Die hat sich historisch wunderbar begründen lassen und ist aber dann letztlich hat nur wenig an Realität produziert. Jetzt haben wir aktuell in mehreren der osteuropäischen, also der früheren osteuropäischen Länder, haben wir gelinde gesagt schwierige politische Verhältnisse oder solche, die nicht sehr anziehend wirken, wenn man sie nicht teilt in ihren Zielen. Kann man davon ausgehen, dass wir in absehbarer Zeit auch wieder zu einem System kommen, wo sozusagen die Kommunikation zwischen den Städten dazu führen wird, dass da eine, wie soll ich sagen,
man sagt dann gern Netzwerk dazu, das schreibt sich leichter, als es sich fühlen lässt, aber dass da eine starke Verbindung entsteht? Also in Summe bin ich sicher, dass die Entwicklung der Zukunft in den Städten, in den Metropolen ja. funktionieren wird. Das wissen wir alle. Nicht nur, dass 70% jetzt schon größtenteils in Europa, aber auch in weiterer Zukunft immer wieder diesen Fokus in den Städten hat. Damit gibt es natürlich das Entwicklungsthema, egal ob es bei der Bildung ist oder in diesen genannten wirtschaftlichen Bereichen, immer der Fokus da ist. Und es ist ein Wettbewerb der Städte, der auch nur gemeinsam, glaube ich, ins Ziel führen kann, wenn man sich dieses Europa hernimmt. Darum ist es mir und auch der Stadtregierung ein Anliegen, dass wir ein Stück weit auch Stadtaußenpolitik betreiben in den nächsten Jahren, um hier ein Netzwerk zu schaffen. Und ich glaube, das ist gar nicht negativ besetzt, ein Netzwerk der Unterstützung, teilweise der Hilfe, aber auch ähnliche Probleme mit ähnlichen Lösungswegen abzuarbeiten. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Herausforderungen Land, Stadt, und da gibt es unterschiedliche Herausforderungen in Metropolen. Und da muss man natürlich gemeinsam gewisse Dinge denken. So ist es jetzt erst gewesen, dass wir letzte Woche sehr intensiv im Austausch mit Prag uns befunden haben, wo es eben auch Herausforderungen gibt, wo wir helfen können, wenn ich jetzt an den U-Bahn-Ausbau denke. Oder wenn wir in München über das Thema Technologie reden, dann gibt es hier natürlich aufgrund einer anderen wirtschaftlichen Positionierung andere Möglichkeiten. Aber da können wir gemeinsam ein Stück des Weges gehen und für die Bürger in unserer Stadt auch einen Mehrwert generieren. Und ich glaube, diese Stadtaußenpolitik ist ein wichtiges Fenster, das man nicht verschließen darf, dass wir mit unserer kreativen Ausgangslage, mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen und unterschiedlichen Nationalitäten ideal befeiern können und wo wir diese Offenheit haben. Und ich glaube, wir haben es bewiesen in den Osten hinein, dass wir diesen Brückenschlag schaffen. Und jetzt gilt es aber auch, diese Städtenetzwerke entsprechend noch aufzuladen. Und ist das Gefühl richtig, ich weiß zu weniges über die politische Realität mancher dieser Städte, dass obwohl es in den jeweiligen Ländern eine, wie soll ich sagen, zum Teil wirklich erschreckende politische Realität gibt, dass die Hauptstädte trotzdem anders funktionieren? Es lebt sich anders in der Stadt als am Land und sie funktionieren auch anders. Und es heben sich ja immer wieder einzelne Städte ja. heraus aus dieser allgemeinen Logik. Auch in der politischen Bewirtschaftung sehen wir das ja immer wieder, dass die Bedürfnisse und die Notwendigkeiten der Städte andere sind. Die führen auch zu anderen politischen Strukturen und zu anderen Schwerpunktsetzungen. Ich glaube, dass wir gerade jetzt im sozialdemokratischen Zukunftsmuster gut aufgestellt sind, diese Werte hochleben zu lassen, dass diese Sicherheit, die wir generieren können, weil wir sozial ausgewogen und gesellschaftlich versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden, einfach state of the art sind und dass wir hier einfach punkten können und die ehrliche, geschlossene Bewegung nach vorne kann da für uns, glaube ich, nur das einzig richtige Motto sein. Wir leben es, wie du weißt, in dieser Stadt seit vielen Jahren auf hohem Niveau. Und wir sehen das, dass es da viele Mitstreiter gibt in unterschiedlichen europäischen Städten, wo wir eine gemeinsame Grundstruktur und Grundhaltung spüren. Und das werden wir mit Sicherheit auch intensivieren. Ich muss zum Abschluss eine ganz simple Frage stellen. Ich habe das begonnen zu sagen, dass du ja nicht nur fürs Budget, sondern für die Wirtschaftspolitik, im Übrigen auch für die internationalen Beziehungen und für vieles und für die Wiener Betriebe zuständig bist. Wenn du für die unmittelbare Zukunft, ich rede jetzt nicht 15 Jahre, weil da hat jeder verklärte Wünsche, für die unmittelbare Zukunft einen Wunsch gut hättest, was würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir diese grüne Energie als ein Vorreiter für Österreich angehen, dass wir mit all unseren Kapazitäten in dieses Thema, in diese Richtung gehen, weil es einfach eine Notwendigkeit ist, eine Generation, die nach uns kommt, mit den besten Startvoraussetzungen an die Startlinie zu bringen. Und das bedeutet jetzt, wir müssen erkennen
wo unsere Gesellschaft, wo unser Planet hingeht. Und das ist diese Klimaneutralität, die wir mit all unseren Energien und Kräften jetzt zu befeuern haben. Und wenn uns das in diesen nächsten 19 Jahren gelingt, bin ich sicher, dass wir auch über die nächsten 50 Jahre mit einer guten Stadt Wien hier in die Zukunft gehen können und dass vieles möglich sein wird und dass wir auch diese Vorreiterrolle in Europa beibehalten können. Ich muss jetzt mit einem ganz simplen Kompliment schließen. Ich habe das Gefühl, dass Wien in guten Händen ist. Ich danke dir. Danke dir.